Thorsten Sträter. Es ist kurz nach 12 am Morgen, das heißt, ich bin unverhältnismäßig müde. Das ist ja für mich nachts. Ich bin Komiker, eher Komiker als Kabarettist, viel auf Bühnen unterwegs, mache Quatsch. Und deswegen bin ich heute hier. Das ist mein ganz besonderes Special Feature, das Bonusmaterial. Ich leide an Depressionen und auch schon lange. Und ich erzähl's. Du musst den Leuten wirklich, du musst sagen, ich habe Depressionen, dann wissen die nichts damit anzufangen, sie wissen nicht, dir zu helfen. Und es gibt grundsätzlich diese Sperre, darüber zu reden. Du hast diese Sperre, die du kurz überwinden musst. Ich nicht. Ich bin vollkommen schmerzbefreit, wenn es darum geht, über Themen zu reden. Ehrlich, ist mir Latte. Ich muss mich dafür nicht schämen, weißt du? Ich habe jetzt nicht so elementar Scheißdreck gemacht, dass ich davon eine Depression bekommen habe, sondern ich habe Depressionen bekommen, die ich mit mir rumtrage, die aber auch besser werden. Das ist einer der Vorteile des Alters. Es ist der einzige Vorteil des Alters, dass Depressionen sich irgendwie an den Kanten abschleifen. Finde ich gar nicht schlecht. Wie sind die Depressionen in mein Leben gekommen? Sie kamen in den 90ern zu Fuß, aber zügig. Sie kamen in meine Altbauwohnung, in meine sehr kleine Altbauwohnung nach Dortmund. Und ich wusste gar nicht, dass ich Depressionen habe, ehrlich gesagt. Oder irgendwie, da waren auch noch Angstzustände dabei. Ich hatte so eine Art, so ein Komfortpaket. Ich hatte, was Befindlichkeiten angeht, eine echte Flatrate zu der Zeit. Ich stellte fest, dass ich Angstzustände hatte und Hoffnungslosigkeitsgefühle und nicht mehr gut ins Kino gehen konnte, weil ich Angst gekriegt habe, sobald das Licht ausging. Und dann war ich viel zu Hause. Also ich habe sehr viele Bücher amerikanischer, guter Autoren gelesen und habe auf meiner Couch gelegen und habe das Haus nicht mehr verlassen für viele, viele Wochen. Und wenn ich das Haus verlassen habe, dann bin ich nachts in eine Bar gegangen, um was zu trinken. Und da lernte ich einen Reinhold kennen. Reinhold war ein sehr smarter Barkeeper. Das war der erste Mensch, den ich traf, der mir sagte, dass er auch darunter leidet, weil ich mir sicher war in den 90er Jahren, dass ich der Einzige bin, dem es so dreckig geht. Was immer der Punkt ist. Die Leute denken immer, sie wären die Einzigen und könnten mit keinem darüber sprechen. Stimmt gar nicht. Ich dachte mir einfach nur, vielleicht bin ich geisteskrank, vielleicht habe ich eine Psychose oder irgendwas. Man macht sich dann viele Gedanken. Man konnte nicht richtig gut googeln Mitte der 90er. Von daher wusstest du noch weniger, obwohl das ein Segen war. Wenn du heute googelst auf wer weiß denn sowas oder Internet-Doc, dann hast du sowieso immer Krebs. Naja, und ich hatte keinen und ich konnte mit keinem drüber reden zu dem Zeitpunkt. Hab das aber auch alles so eingerichtet in meinem Umfeld, dass ich keinen hatte, mit dem ich drüber reden konnte, weil viele Leute konnten nicht durchs Türblatt dringen, wenn ich in meiner Wohnung war. Und dann war das halt so. Und das waren ein paar Jahre, die ich hier versuche, leger auf 5 Minuten Gespräch oder so einzudampfen, aber es war lang. 90er waren komisch, ich habe die Hälfte davon glatt verschenkt. Der Impuls zum Arzt zu gehen kam von meinem Barkeeper. Der hat gesagt, Alter, wir können im Kino nur Forrest Gump sehen, wenn du vorher mal zum Arzt gehst. Der hat mich da eigentlich mehr so hingeschleift. Der hat gesagt, da gehst du hin, den Fahrstuhl fährst du rauf, dann wartest du da, dieser Arzt wird dir die Spritze geben, da musst du durch. Der kann das nicht. Aber er besteht darauf, es selbst zu machen. Und es waren wirklich die schmerzhaftesten Spritzen, die ich je gekriegt habe. Unfassbar. Ich wünschte, ich könnte vermitteln, wie das ist, wenn so triviale Tätigkeiten wie zum Arzt gehen. Und wir haben, glaube ich, hier von 5 Kilometern Weg geredet. Das waren für mich in den 90ern 2 Stationen mit dem Bus oder so. Wie unüberwindlich schwierig das war. Das war wie der Jakobsweg letztendlich. Was für Schuhe ziehe ich an? Muss ich vorher duschen? Das schaffe ich doch eh nicht bis 11. Es war auch eine Überwindung, einem zu sagen, pass mal auf, mir fehlt so nichts. Ich habe keine Fleischwunde am Bein oder so. Ich erkläre euch das jetzt mal in Ruhe. Und der Arzt war dann der Zweite, der mir gesagt hat, ja, kenne ich. Ist mein Tagesgeschäft. Das mache ich hier wie andere Leute TÜV. Weißt du? Dann ging das mit der Behandlung los, tatsächlich. Und das war gut. Dann wurde es besser. Und es hielt sich. Und dann habe ich den Arzt irgendwie gewechselt. Oder der Arzt hat mich gewechselt. Nein, ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Das ist die Realität. Und da war das so, dass ich tagsüber im Baumarkt gearbeitet habe. Und ich konnte gut arbeiten. Ich funktioniere immer ausgezeichnet. Und abends, 18:30 Uhr, der Baumarkt wurde abgeschlossen, bekam ich Selbstmordgedanken. Nein, ich bekam die nicht. Ich hatte die dabei.
Das war so, aber nicht so Selbstmordgedanken, wo du dachtest, fuck, sondern Selbstmordgedanken, wo du sagtest, sich selbst umzubringen, ist ein überaus plausibles Konzept. Irgendwas in deinem Kopf macht dir klar, so eine üble Idee ist das doch nicht, Kollege, oder? Guck mal, du bist aller Sorgen ledig, du musst das hier nicht wegsaugen. Ne? Das Geschirr macht sich danach auch von alleine. Du könntest dich einfach umbringen. Und das hatte ich jeden Tag. Und das habe ich wieder ein Jahr mit mir rumgetragen und versucht, Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel zu viel zu trinken, temporär, und zu viel zu rauchen. Und dann habe ich wieder einen Arzt aufgesucht. Und damals habe ich dann Tabletten bekommen, die habe ich überhaupt nicht vertragen. Aber ich habe sie genommen. Und dann nahm dieser Schub ab. Es hörte auf, es wurde weniger und ich dachte mir, aha, es gab Tage, da fühlte ich mich vollkommen normal, hochfunktionell und das habe ich genossen, das genieße ich immer noch. Das Erste, was ich morgens ist gut, aber das Erste, was ich mache, wenn ich aufgestanden bin, ist, wie geht's mir denn heute? Ich frage es mich halt, wie geht es mir heute? Diese Inspektion hat früher sehr lange gedauert, eine Stunde im Bett gelegen, die Decke angestarrt, wie geht es mir? Und mir geht's ganz, ganz oft ganz gut. Und es kommt dann alle paar Jahre wieder. Es ist wie dieser Killer-Clown aus Stephen King, der alle paar Jahre wieder aufkreuzt. Bei Depressionen ist es genauso. Das letzte Mal war ich 2013 richtig lecker dran. Mehr Bewegung hilft ja generell immer, aber bei Depressionen tatsächlich ganz gut. Das mildert das ab. Ist mir aufgefallen, ist aber kein Patent, vielleicht ist bei anderen Snickers oder so. Aber bei mir war es halt Sport, es ist oft Sport, das ist ja Schwimmen gehen. Es gibt nichts Schlimmeres als so Spaßbäder, wo die ganzen Familien sich nicht quetschen. Aber ich muss echt sagen, wenn man da mal war und dann ein paar Mal gerutscht ist, ein bisschen geschwommen, in der Zeit ist man so überreizt von den anderen Idioten, da habe ich von den Depressionen nie was gemerkt. Ich war häufig schwimmen in den 90ern, das stimmt schon, ja. Aber was mir wirklich geholfen hat, waren dann Tabletten. Und es ist immer bitter, das so sagen zu müssen, oder? Man kann es ja schlecht so runterbrechen auf, nimm eine Pille, schönen Nachmittag. Aber es stimmt, man muss ein bisschen durchhalten, man muss ein bisschen probieren. Es ist immer noch keine richtig exakte Wissenschaft. Ich habe 2, 3 Antidepressiva ausprobiert mit stellenweise spaßigen Nebenwirkungen, wie, ich erzähle es in meinem Programm, Gewichtszunahme, 27 Kilo eines Dienstags zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Also wirklich schnell auch, dass man schwer wieder los wird. Und dann habe ich andere Tabletten gekriegt, von denen habe ich rasend schnell wieder abgenommen, was mir alles egal war. Ich kam dann zu einem Produkt, das dem Prozac nicht unähnlich ist. Das hat mir sehr geholfen. Und ich merkte nach 2 Wochen, was ist hier los? Eine Woche habe ich gebraucht, um zu verstehen, was hier gerade vor sich geht, weil ich mich vollkommen normal fühlte, um dann festzustellen, dass meine Stimmung sich gebessert hatte. Die Stimmung, das klingt immer so klein, aber die Stimmung halt. Und dass ich mehr Antrieb bekam. Also aber Turbo, es kam mir vor wie ein Turboantrieb. Andere Leute hätten gesagt, guck mal, er agiert vollkommen normal. Da ist einer aufgestanden. Und das hat mir sehr geholfen. Und die habe ich dann auch ein paar Jahre genommen. Aber also ich persönlich glaube auch, dass eine Gesprächstherapie immer angeraten ist, um Dinge aufzuarbeiten. Das ist halt, ist gut, Tabletten zu nehmen und dann noch jemanden zu finden, der die Festplatte defragmentiert in Gesprächen auf lange Zeit. Und darüber zu reden, weil es gesund ist. Und naja, was soll ich sagen? Geht alle zum Arzt, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ihr nicht wie ich gerne mit dem Fernsehen zusammenarbeitet, habt ihr eine Wartezeit von 6 Monaten. Das zeigt ja schon, was Sache ist. Ja, das ist eine der Volkskrankheiten überhaupt. Du kriegst ja nichts beim Hautarzt, nichts beim Orthopäden und nichts beim Psychotherapeuten oder Psychiater. Oder bekommst du keine Termine, ist überhaupt nicht möglich. Und das ist bei einer Hautkrankheit schon schlimm, aber bei Depressionen, wenn dir einer sagt, was, dir geht's richtig dreckig, du hast Selbstmordgedanken, warte mal, kannst im Oktober, das ist ja gut, so extrem ist es nicht, man kann immer in die Klinik gehen. Und ich selbst war nicht in der Klinik mal für so einen stationären Aufenthalt, aber es hilft wohl, alle sagen, jo, das funktioniert. Eine Mischung aus Medikamenten und Gesprächstherapie und das zu komprimieren und den Alltag loszulassen, ist eine Sache, die hinhaut. Das würde ich schon machen. Aber sieht gut aus. Eigentlich müssten wir eine App entwickeln. Und ich denke die ganze Zeit schon darüber nach, was wir brauchen.
sind Leute, die geschult werden von einem Konsortium von Psychologen, sagen wir mal ein halbes Jahr, die dann als Notfallengel fungieren. Wenn gar nichts mehr geht und du bist allein und du hast Selbstmordgedanken, kannst du diese App nehmen und dann kommt jemand zu dir. Diese Leute sind zertifiziert, diese Leute sind markiert. Es gibt den kompletten Datensatz, wer die sind. Und du triffst die in der Kneipe an der Ecke und kannst mit denen reden. 10 Minuten oder 10 Stunden. Und die Leute machen das umsonst. Und es sind vielleicht ehemalige Depressive oder Leute, die auch Depressionen haben, die es wirklich verstehen. Das wäre schön. Es müsste mehr ehemals depressive Ärzte geben, das glaube ich auch. Und das hätte ich gerne. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Fachpersonal. Wenn du keinen mehr hast, dann holst du dir einen Fremden, der echt Kenner hat, der Ahnung hat, dem es schon mal passiert ist. Sowas würde ich gerne sehen. Ich würde gerne mein Handy rausholen. Weißt du, weil Apps, es gibt so viele überflüssige Apps, so viel Bullshit, aber sowas hätte ich gern. Einfach zu sagen, boah, wenn nichts mehr geht, habe ich diesen Puffer. Es ist ein fremder Mensch. Es kommt doch jedes Mal, du kannst es nicht beeinflussen, aber mit ihm kannst du drüber reden, das finde ich toll. Depressionen, Angstzustände, dieses ganze Paket, aber gerade Depressionen erfordern eigentlich ein ziemlich zügiges Eingreifen. Und das ist das Einzige, was Menschen, die Depressionen haben, irgendwie nicht zu leisten vermögen. Das ist die Ironie, da ist es fast schon komisch, dass es nicht geht. Und hätte ich da, ich meine, war ein cooler Barkeeper, aber hätte ich zu der Zeit noch jemanden gehabt, der mir da unter die Arme gegriffen hätte, wäre es alles etwas zügiger gegangen. Ohne einen anderen Menschen wird das nichts.